Hallo Leute, ich wünsche euch einen frohen 15. Dezember. Mein heutiges Thema ist Sauberkeit im und am Computer. Ich bin jemand, der, ich will wirklich sehr wenig noch auf dem Desktop haben. Ich habe oft viel drauf, wegen den ganzen Projekten, die man halt so macht, und regt mich immer auf über jedes einzelne Ding und freue mich immer, wenn ich irgendwas löschen kann. Mir ist es sehr wichtig, dass ich auch nicht viele Tabs offen habe oder so, also wenn ich irgendwas schließen kann, ich mache alles sofort zu, alle möglichen Programme. Wallen macht sich immer lustig. Er meint, dass ich das machen würde wegen der Performance. Also in manchen Fällen mache ich es auch wegen der Performance. Natürlich, man kann ja nicht so viel auf einmal laufen lassen, aber hauptsächlich mache ich das halt einfach für mich, weil mich das stört, wenn ich unten überall Dinger sehe. Wenn ich manchmal zu ihm komme und er hat unten alles offen, oder wenn ich halt einfach zu Leuten komme, die haben so viel Zeug offen und dann auch noch zwei Search-Bars, Toolbars geladen, dann springe ich aus dem Fenster. Also das ist echt schwierig für mich dann. Es muss immer alles ganz übersichtlich sein bei mir. Und wenn ich, sobald ich was schließen kann, schließe ich's. Bumm. Damit ich nicht so viel da rumdudeln habe. Papierkorb. Ich bin oft bei meiner Freundin und bin halt auch oft an ihrem PC, also an ihrem Laptop. Und der Papierkorb ist dann manchmal einfach nicht geleert. Das ist doch schrecklich. Das ist doch das wunderschönste Gefühl auf der ganzen Welt. Fast. Wenn man den Papierkorb leeren kann, man macht irgendwas in den Papierkorb am PC und dann sieht man den Papierkorb, wie er gefüllt ist mit Papier, man rechtsklickt, Papierkorb leeren, hallo? Aber manche lernen ihn halt eben irgendwie nicht. Das muss doch weg, der Scheiß. Und Sauberkeit im PC, also in der Hardware. Ich habe jetzt gerade heute wieder meinen PC, weil ich alles von meiner Freundin hatte, habe ich es vorhin wieder heimgebracht und habe dann erst meinen PC aufgemacht und ein bisschen den Staub herausgepustet. Ich habe hier so einen kleinen Kompressor und dann puste ich halt vorsichtig, ich halt natürlich auch ich mache es halt alles ordnungsgemäß, man muss die Lüfter festhalten und so, puste ich da den Kack raus. Und da waren wieder Staubmatten drin, das ist abnormal. Und ja, wie macht ihr das? Lasst ihr euren PC voll stauben, ihr macht dann auf und dann ist es einfach nur ein Staubklotz, der da drin ist. Und die Komponenten sind gerade noch so irgendwie, sind gar nicht mehr zu erkennen, weil einfach erstmal die Staubmatte abgenommen werden muss. Oder macht ihr das oft? Also ich mache das oft, auch wenn ich meine Konsolen puste ich auch oft durch, so weit wie es geht. Manchmal, ich habe da schon so ein paar Techniken entwickelt, für die 360 zum Beispiel. Den Lüfter mit dem Draht festhalten und um das halt trotzdem kurz auszupusten, was da auch an Staub rauskommt. Und die anderen Konsolen, naja, ich puste halt immer so ein bisschen dran rum, dass einfach der Dreck weg ist, der Staub, damit die nicht so warm werden, ihr wisst schon. Damit auch die Kühlung, die Luft perfekt zirkulieren kann. Menschen's Kines. Das mit dem Saubermachen machen sicherlich auch einige von euch. Ich weiß halt nicht, wie das ist mit den Dingen. Ich werde halt oft belächelt, ne, wenn ich am PC bin und dann stören mich einfach so Sachen, wenn viele Sachen offen sind. Aber das stört auch bestimmt auf ganz viele andere auch. Ist doch kacke, man will irgendwas machen. Und dann ist, zum Beispiel, wenn ich was aufgenommen habe, wenn ich was aufnehme, mache ich Fraps an, Audacity, bla bla bla. Und sobald ich fertig bin, mache ich diese ganzen Programme aus, weil ich sie nicht mehr brauche. Wenn ich es offen lassen würde, mich würde es durchgehend stören, unten dieses Fraps-Symbol. Oder rechts in der, einfach wenn ich weiß einfach, dass es noch an ist. Dass das Programm einfach noch so ganz normal dödelt. Das stört mich extrem. Ich brauche es ja nicht, also mache ich es aus. Dann ist vielleicht ein kleiner Tick oder sowas, ich weiß es nicht. Ich bin schon gespannt, ich freue mich auf morgen. Ich frage mich, wer am Morgen alles dabei ist. Denkt dran, von 18 bis 19 Uhr spielen wir mit Teamspeak, mit Aufnahme. Also ich nehme auf jeden Fall auf, ihr könnt auch aufnehmen, wenn ihr wollt. Spielen wir Garry's Mod, wahrscheinlich wieder Trouble in Terrorist Town oder Melon Bomber. Wir fangen wahrscheinlich mit Trouble in Terrorist Town oder Murder an und töten dann so vor uns hin. Eine Stunde lang eben nehme ich auf. Ich weiß nicht, ob ich danach dann noch, wenn die Aufnahme beendet ist, weiß ich nicht, ob ich danach noch Zeit habe zum Zocken und zum Schwätzen. Weil mein Plan natürlich wieder ultra behindert, alles ist vollgestopft, mein Terminplan. Aber ja, vielleicht ergibt sich dann noch was und dann habe ich gegen Abend dann doch noch einen etwas größeren Zeitpuffer. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis morgen am 16. Dezember. Und ja, ciao, ciao.